ist mein Plan B. Reich werden und schönen Gärtner einstellen. Es wird immer schwierig, wenn du mehr Kinder als Hände hast. Ja. Vier Desperate Housewives. Eine verzweifelte Anne. Wir machen einen Ausflug in die Wisteria Lane. Im Zuge von Daniels Ausflug in das Reich von Sex in the City ist leider ans Licht gekommen, dass ich diverse Serien noch nie gesehen habe. Und jetzt, ja, sitze ich hier. Warum eigentlich? Ich wurde gezwungen, mit sehr viel Liebe, ja, mir Desperate Housewives anzugucken. Zumindest erstmal die erste Folge. Ich weiß nichts, ne? Das ist ja für mich jetzt komplettes Neuland. Ich weiß gar nichts über Desperate Housewives. Ich weiß, Eva Longoria spielt mit und Lois Lane. Aber das reicht doch. Okay. Anscheinend hat Silke sich erhofft, dass sich ganz neue Welten für mich öffnen. Anne, du hast noch so viel vor dir. Naja. Desperate Housewives erzählt nämlich in stolzen 8 Staffeln mit insgesamt, halte ich fest, Anne, 180 Folgen. Und das letzte ist ein 2-stündiges Spezial. Die Geschichte von der Wisteria Lane. Das ist eine Straße in dem kleinen fiktiven Vorstadtörtchen Fairview. Und hier lernen wir die titelgebenden, verzweifelten Hausfrauen kennen. Mhm. Wir haben da zum einen die alleinerziehende Susan Meyer, gespielt von Terry Hatcher. Wir haben Bree Vandekamp, die Übermutter, die jeden Tag ein Gängemenü kocht und bei der immer alles picobello perfekt ist, gespielt von Marsha Cross. Dann haben wir die Mehrfachmutter, Lynette Scavo, gespielt von Felicity Huffman, der ja so die Kinder ein bisschen über den Kopf wachsen, möchte ich sagen. Bisschen. Und dann haben wir noch die wunderschöne Gabrielle Solis, das Ex-Model, gespielt von Eva Longoria, die in einer unglücklichen Ehe mit ihrem Ehemann Carlos lebt, aber sehr reich ist. Und die ganze Geschichte wird aus dem Grab heraus erzählt von der 5. Freundin im Bunde, von Mary Alice Young, die sich nämlich in der allerersten Folge, was du jetzt weißt, das Leben nimmt und die Freundinnen probieren herauszufinden, warum. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Das große Geheimnis der ersten Staffel. Sei nicht so ein garstiges Biest, Anne. Das ist ja ganz fürchterlich. That's my job. Und bis zum Ende der ersten Staffel wird dieses Geheimnis gelöst, aber natürlich ist das nur die Rahmenhandlung und wir erfahren in jeder der wundervollen Folgen neue Geschichten aus dem Nähkästchen der Hausfreunde. Und jetzt kommt das Beste, Anne. In jeder Staffel gibt es ein neues Geheimnis. Toll! Ist das nicht schön? Das ist total Hammer. Anne war bei mir zu Besuch und wir haben uns die Folge gemeinsam angeschaut. Das ist aufregend. Auf in die Wisteria Lane. Freust du dich so wie ich? Wein. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Ich habe dich so gehasst. Oh, das Gefühl ist vergangen, keine Sorge. Aber ich habe dich so gehasst, denn du warst in der Wisteria Lane. Ja, das war das Erste, was ich, glaube ich, gesagt habe. Moment, die Straße kenne ich doch. Ach, da war ich schon mal. Nein, das ist kein Witz. Wie, da warst du schon mal? Das ist in dem Studio. Den Warner oder Universal Studios? Du warst in der Wisteria Lane. Und ich so... Hate. Ich war tatsächlich dort. Das ist der Inbegriff von Perlen vor die Säue. Ja. Wieso warst du in der Wisteria Lane? Ich glaube, die ist halt in den Universal Studios. Und da war ich halt schon auf Studientour. Und dann fährt man da halt einfach so ganz nonchalant durch in so einem komischen verlängerten Golfkart-Ding. Und dann erzählt die, ja, hier wird Desperate Housewives gedreht. Und ich so, aha. Ich konnte das gar nicht fassen. Ich habe das daraufhin gegoogelt. Dieselben Häuser, in denen die Hausfrauen leben, wurden auch in Deep Impact gezeigt. Die wurden schon so einige Mal. In Meine teuflischen Nachbarn von 1989 spielt auch schon in der Wisteria Lane. Ja, genau. Aber egal, das nur am Rand. Anne, wie hat dir denn der Ausflug in die Vorstadtwelt von Fairview gefallen? Also, ich glaube, ich habe Schlimmeres erwartet. Ich kann nicht sagen, ich habe was anderes erwartet. Das Schönste, was du je gesagt hast. Weil ich wusste ja schon ungefähr, dass es halt um diese Hausfrauen geht, dass es da verschiedene Typen von Frauen gibt, die da repräsentiert werden sollen als so Vorstadt, Hausfrauen und Mütter. Sie passt irgendwie so gar nicht in diese ganze, weil sie so superreich aussieht. Das Haus sieht auch so anders aus als die anderen Häuser. Ja, die sind aber auch die Reichsten da. Und das ist eben auch sehr wichtig. So, und dann habe ich aber gedacht, so Moment, für wen ist die Serie denn eigentlich? Weil diese Mütter,
die das angeblich doch gucken sollen, fühlen die sich nicht total verarscht von diesen Vorbildern? Also da ist einmal die total perfekte, die mir, als ich sie gesehen habe, schon auf den Sack ging, bevor sie irgendwas gesagt hat. Dann gibt es die sympathischste eigentlich, Terry Hatcher. Ja, ja, Lois Lane, wer ja. kennt sie nicht? Ja. Die alleinerziehend ist und eigentlich, wo ich dachte, okay, die hat vielleicht noch so alle Tassen im Schrank gerade. Ich glaube, die ist cool. So. Dann gibt es Eva Longoria, die natürlich reich ist wie sonst was, aber halt mit diesem Mann zusammenlebt und sie ihn nach Strich und Faden einfach verarscht und das mit dem Gärtner ins Bett geht, in der ersten Folge schon. Das fand ich so spannend, weil in dem Moment, wo sie sich das erste Mal den schönen Gärtner mit nach oben genommen hat, sagst du, ja, das war ja klar. Ja, das ist ja auch klar. Ich meine, guck dir die beiden doch an. Ja, das wusste ich auch. Das wusstest du. Das ist offensichtlich. Guck mal, wie er aussieht und guck mal, wie sie aussehen. Und guck mal, wie ihr Mann aussieht. Das ist mein Plan B. Reich werden und schönen Gärtner einstellen. Die Serie ist startete 2004. 2005 kam sie dann nach Deutschland. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich jede Woche pünktlich um 20.15 Uhr vorm Fernseher saß und darauf gewartet habe, wie es weitergeht, war mir das überhaupt nicht klar. Kommt jetzt der Gärtner? Kommt heute endlich der Gärtner wieder? Weil das fand ich jetzt total spannend. Du hast ja schon gesagt, für wen ist diese Serie gemacht? Ne? Ich frage mich wirklich. Also als ich die damals gesehen habe, warst du keine Mutter. Genau, und das ist, glaube ich, der gewaltige Unterschied. Ich fand ja Gabrielle Solis so toll. Ich habe mir immer eingeredet, ach, eines Tages. In so einem Haus und mit all diesen finanziellen Mitteln. Und heute gucke ich Desperate Housewives dank dir gerade ein zweites Mal. Ich denke mir, ich bin halt Lynette Scavo, ne? Ich bin halt die mit den Kindern, die irgendwie probiert, Arbeit und Beruf unter einen Hut zu bringen. Und ich muss sagen, sie ist mir jetzt auch sehr viel sympathischer geworden. Es wird immer schwierig, wenn du mehr Kinder als Hände hast. Ja. Weil das habe ich damals noch nicht so verstanden. Okay. Welche ist dir denn also am sympathischsten? Ich glaube, sie tut mir einfach leid. Weil sie hat so viele Kinder, da sind Zwillinge, glaube ich, auch dabei. Ist das Drillinge oder Zwillinge und... Zwillinge und einer noch hinterher. Und das sind alles Rotzlöffel. Das sind ja wohl fürchterliche Kinder. Da frage ich mich, ist das ihre Schuld? Hat sie die so verzogen oder sind die einfach so? Ist ihr Mann vielleicht auch so ein komischer Typ und die Gene haben da viel mitgespielt? Kinder sind so. Also nein, nicht alle Kinder. Das ist aber schon sehr, also das war schon sehr ungezogen, dass sie da auf der Beerdigung in den Pool springen. Okay, ja gut, den war halt langweilig. Kannst du doch mal. Auf der Beerdigung. Mir tut vor allem der Macher der Serie leid, Mark Cherry, hat nämlich Brie Van de Kamp, die Übermutter, nach dem Vorbild seiner eigenen Mutter inszeniert. Gott. Das heißt, da fließt ganz viel Autobiografisches von Herrn Cherry ein, in der Umsetzung von dieser Dame. Und die Emotion, die du gefühlt hast, als du sie das erste Mal gesehen hast, die verspürt ja auch ihr Ehemann. Brechreiz? Oh Gott. Ich hasse sie jetzt schon. Sie sieht aus wie ein Drachen. Brechreiz aus ihm platzt nämlich schon in der ersten Folge heraus. Ich kann nicht mehr in dieser Werbeanzeige leben. Und sehr verständlich. Deswegen. Du bist da also mit dem Gefühl nicht allein. Und das Gefühl soll ja auch erzeugt werden. Und ich fand es einfach so seltsam, diese Konstellation. Okay, wir leben hier in der Vorstadt, aber gleichzeitig möchte es auch Mystery sein. Es ist Mystery, okay. Weil, ich meine, also... Wir haben ja letztens schon mit Afterlife versucht, das irgendwie zu vermischen, Comedy und Crime und irgendwie Mystery noch damit reinzukriegen. Und irgendwie hat das nicht funktioniert. Und bei Desperate Housewives gibt es ja direkt am Ende das große Rätsel, warum hat sie sich das Leben genommen? Und wer ist eigentlich der Typ, der neu eingezogen ist, den alle sofort bumsen wollen? Mike Delfedo. Oh mein Gott. Da sind wirklich alle Klischees auf einmal vereint, weil dann kommt noch das Blondchen um die Ecke und möchte natürlich der Terry Hatcher diesen Typen jetzt erstmal wegnehmen, weil sie direkt alles vögelt, was neu einzieht. Ja, das ist Edies Rolle. Nicolette Sheridan spielt Edie und die wird auch in den späteren Folgen, wird sie sogar in die Clique und aufs Cover der DVD-Hüllen übrigens schaffen. Das ist furchtbar. Aber das ist doch so, darum geht es doch in der Serie. Wie gut kennen wir unsere Nachbarn wirklich? Anne, wie gut kenne ich dich eigentlich wirklich? Es ist offensichtlich nicht gut genug. Wir müssen mehr Serien zusammen gucken. Oh mein Gott. Denn
Das ist ja genau der Mix. Die führen ein ganz normales Leben, ein Vorstadtleben. Nichts an diesem Leben ist normal. Und finden aber, ich gebe zu, mit der Intensität, wie sie sonst nur eine Soap-Opera vielleicht hat, immer neue Geheimnisse, die bislang hinter den gelb angestrichenen Haustüren verborgen haben, über ihre Nachbarinnen heraus. Und die Frage ist jetzt, warum sollten mich diese Geheimnisse interessieren? Warum sollte mich das Leben dieser vier, sind es ja am Anfang noch, Frauen interessieren? Aber das habe ich nicht verstanden. Kannst du doch bei jeder fiktiven Geschichte fragen, warum dich das interessieren sollte. Ja, und dann gibt es Serien, die das sehr gut machen, wo ich von Anfang an sage, okay, das ist spannend, das möchte ich jetzt wissen. Und bei Desperate Housewives ist es so, was interessieren mich die vier Glucken? Die vier Glucken haben 7 Emmys gewonnen und 3 Golden Globes. Die Serie war wirklich ein Phänomen. Die hat den Sendeplatz bekommen bei ProSieben. Direkt nach Sex in the City. Und das ist so ein cleverer Move. Weil, natürlich. Weil die Serien haben nichts miteinander zu tun. Aber die eingesessenen Gruppen, die es gab, und ich war ja auch so eine, die sich halt nur mal jeden Dienstagabend getroffen haben, um 20.15 Uhr zum Fernsehen gucken, die haben sich einfach weiterhin getroffen. Und dann kam da halt Desperate Housewives. Und so wurde die gesamte Sex in the City Fanriege rübergeholt in die Wisteria Lane. Und Eva Longoria selbst, eine der Hausfrauen, hat dann ja später noch ihre eigene Serie produziert, Devious Maids heißt die, in der sie dann quasi das Personal der Reichen und Schönen in den Vordergrund gedrückt hat. Die hat es irgendwie dann nicht so geschafft. Vermutlich war es der falsche Sendeplatz. Vielleicht. Anne, ich glaube, wir beide müssen uns noch mal treffen und ein paar Folgen weiter gucken, denn mit jeder neuen Staffel zieht ein neuer Nachbar oder eine neue Nachbarin in die Wisteria Lane. Und das ist jetzt ein gewaltiger Zufall, aber immer hat die Person ein wirklich spannendes Geheimnis, das sie mitbringt. Ich weiß, da kommt man nicht drauf. Da gibt es Mörder, da gibt es Betrüger, es gibt sogar eine Ökoterroristin, die einzieht in die Wisteria Lane. Nein! Und das große, die große finale Staffel, die 8. Staffel, da haben die Hausfrauen selbst ein Geheimnis, das sie dann probieren, geheim zu halten. Aha. So. Okay. Mich würde interessieren, Anne und ich haben jetzt viel über die verschiedenen Damen in der Wisteria Lane gesprochen. Welche ist eure liebste Desperate Housewife? Mit welcher von ihr würdet ihr gerne tauschen oder einfach mal einen Tag verbringen? Reicht schon. Welche ist deine Lieblings-Desperate Housewife nach dieser Folge? Muss ich mir eine aussuchen? Oder findest du sie alle fantastisch? Und nee, ich glaube, die beste, so vom Charakter her, ist, glaube ich, Terry Hatcher. Und wenn ihr jetzt sagt, wisst ihr nicht, ihr kennt es ja noch gar nicht, dann schaut euch diese Serie an. Es gibt 180 Folgen, die auf euch warten. Macht es nicht. Macht es nicht. Nein, bitte. Leute, ganz ehrlich, also mein Fazit ist, dass ich nicht verstanden habe, was so unglaublich spannend daran sein soll, vier Vorstadt-Housewives dabei zuzugucken, wie sie ihren Alltag verleben. Vielleicht, ich habe ja diese 3-Folgen-Regel, vielleicht verfolge ich das noch weiter, aber ich glaube nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das irgendwie hookt oder dass ich da richtig Bock drauf bekomme. Stimmt, deswegen, 3-Folgen-Regel. Ich möchte das nicht. Ich möchte das einfach, ich möchte, bitte gib mir ein Like für Mitleid. Please. Ich möchte das nicht weiter tun. Was ist das Dankeschön. Denn für Anne möchte jetzt noch ganz viele Folgen weitergucken. Unbedingt. Aber das machen wir ohne Kamera. Tschüss. Also, ich kann die Serie nur empfehlen. Es gibt in den 8 Staffeln übrigens fast 50 Tote. Also so viel zum Thema Spannung. Es ist spannend, es bleibt spannend. Bei den Filmgorillas bleibt es natürlich auch spannend. Wenn ihr unsere nächsten Film- und Serienbesprechungen nicht verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns drauf, wenn wir euch beim nächsten Mal hier wiedersehen. Tschüss.